Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute möchte ich noch mal ein bisschen intensiver auf ein Thema eingehen, was den einen oder anderen sicherlich bewegt, der sich im Nullsec herumtreibt oder mit dem Gedanken spielt, in den Nullsec zu gehen. Da hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch mal eine Anfrage von einem Zuschauer, der gesagt hat, ja, beschreibt doch mal, wie man am besten in den Nullsec kommt und so weiter. Ich würde im Moment eigentlich sogar noch eher einen Schritt zurückgehen und mir als erstes die Frage stellen, macht es im Moment überhaupt Sinn, in den Nullsec zu gehen? Beziehungsweise ist das alles im Moment noch so erstrebenswert? Dazu sollte man berücksichtigen, dass es grundsätzlich zwei völlig verschiedene Sorten Nullsec gibt. Um das zu zeigen, schwenke ich jetzt mal kurz um auf Dotlan. Da hat man hier die Karte des Universums von New Eden. Und wie man dann zum Beispiel sieht, gibt es einige Bereiche im Nullsec, die den Piratenfraktionen zugeordnet sind oder hauptsächlich zugeordnet sind. Haben wir einmal in Delph die Blood Riders. In Stain die Sancha, in Curse das Angel Kartell, in Venal die Goristas. Also so die klassischen. Und dann haben wir noch die Tucker Tribe in den Great Wildlands. Und wenn man sich das dann mal anschaut und die Darstellung wechselt, dann sieht man, es gibt hier also NPC-Stationen. Und teilweise dementsprechend auch mit den entsprechenden aus dem High- und Low-Sec gewohnten Annehmlichkeiten. Also Refineries, Repairstationen, Cloning-Stationen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit zur Produktion und so weiter. Nur gehören die halt den jeweiligen Piratenfraktionen. Das heißt, wer sich da schon im High-Sec ordentlich unbeliebt gemacht hat, wird es dementsprechend dort etwas schwerer haben, Fuß zu fassen oder wird möglicherweise gar nicht erst andocken dürfen. Trotzdem, das ist jetzt also ein Bereich des 06, in dem es zumindest sichere Stationen gibt, auf denen man Assets sicher lagern kann, denn diese Stationen können nicht zerstört werden. Und in diesen Bereichen kann auch keine Spieler-Corporation die Herrschaft über das System mit den diversen Effekten für sich beanspruchen. Umgekehrt kann man natürlich dann sagen, der ganze Rest ist vom Spieler kontrollierter Nullsec. Und wenn man sich dann Souveränität anzeigen lässt, dann sieht man denn hier in Rot auch, welche Allianz oder Corporation dort dann entsprechend die Herrschaft hat. Und wenn man hier dann auf Station klickt, sieht man halt überall 0. Das heißt jetzt halt nicht, dass es keine gibt, aber es existieren halt nur Abwehrstrukturen, also Raitarus, Astrarus und alles Mögliche bis hin zu Keepstars und Zotios. Aber alles natürlich zerstörbar und damit potenziell unsicher. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es halt viele Gerüchte, Schrägstrich, Pläne von CCP gibt, die Asset Safety abzuschaffen und damit das Risiko im Nullsec weiter zu erhöhen. Wie man jetzt auf dieser in diese Bereiche des Nullsecs vorstößt, ist jetzt dementsprechend auch relativ verschieden. In die von Piratenfraktionen kontrollierten Bereiche kann man, wenn man mit denen jetzt kein Standing hat, was Andocken oder ähnliches findet, einfach mit den entsprechenden Schiffen hinfliegen und sich dort einen Stützpunkt bauen. Muss ich natürlich vor Ort immer noch vor anderen Spielern in Acht nehmen. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man sicherlich auch die eine oder andere Ecke, wo sozusagen die Politik gilt, alles, was nicht feindlich gesinnt ist, wird in Ruhe gelassen. Das wurde manchmal auch dann so Not Red, Don't Shoot abgekürzt. Also alles, was nicht rot ist, sprich feindlich ist, wird nicht beschossen, wohingegen in den meisten anderen
Gebieten, die von Spielern kontrolliert sind, halt das Umgekehrte gilt. Not Blue Shoot sozusagen, oder wie man es auch immer sagt. Also alles, was nicht blau, sprich freundlich gesinnt ist, wird beschossen. Und das wiederum bedeutet, dass man als Einzelspieler im spielerkontrollierten Nullsec natürlich keinerlei sichere Basis hat. Dort kann man dann halt hinfliegen, wenn man Dead oder Relic Sites machen will, wenn man vereinzelt mal einen Miner abschießen möchte als PvPler oder wenn man als Scout für eine größere Fraktion Informationen sammeln möchte. Aber eine richtige Basis, um mit Planetary Interaction und was weiß ich nicht alles aufzubauen, ist halt nur möglich, wenn man sich einer größeren Spielerkooperation anschließt. Und das funktioniert dann über die üblichen Rekrutierungschannels. Da gibt es Foren im Internet, da gibt es auch die internen Anzeigen der jeweiligen Corporations und jetzt die ganz großen, wie weiß ich, Pandemic Horde oder hier Pandemic Legion oder Goon Swarm und so weiter, die haben natürlich ihre eigenen Homepages und dort entsprechend auch Methoden aufgelistet, wie man sich bei ihnen bewerben kann. Und dementsprechend, man kann theoretisch natürlich auch über das, wenn man aus irgendwelchem Grund sagt, ich will nach Cloud Ring, dann kann man sich dann natürlich auch über die Souveränität dann anzeigen lassen, wem das Ganze aktuell gehört. Sich Informationen anzeigen lassen über entsprechende Corporation, die Souveränität hat und die dann in-game versuchen zu finden und zu kontaktieren. Warum nicht? Also Patentrezepte gibt es da jetzt halt meiner Meinung nach nicht. Bei mir war es halt so, ich bin von jemandem angesprochen worden, der meine Videos sieht und bin dann halt einfach mal in die Gegend gezogen. Also grundsätzlich zwei verschiedene Zugangswege, entweder auf eigene Faust möglich in den Piraten oder NPC-Nullsec und mit entsprechender Vorbereitungszeit und einer Korb dann auch möglich im spielerkontrollierten Nullsec. Wie ich es ja schon mal erwähnt habe und wie, glaube ich, jeder mitbekommen hat, im Nullsec gibt es keinen Local Chat mehr, der sogenannte Blackout. Und das ist halt ein Punkt, der sich viele fragen lässt, macht es überhaupt noch Sinn, in den Nullsec zu gehen? Und ich stelle mir diese Sinnfrage aktuell halt auch gerade. Klar, man hat gute Planeten für Planetary Interaction, aber man muss ja erstmal Abnehmer haben. Und insgesamt scheint die Population zumindest außerhalb der wirklich großen Machtblöcke zu schwinden. Und alle Leute, die mit PvP nichts am Hut haben, ja, sieht man immer seltener online oder abgedockt zumindest. Teilweise der ein oder andere überlegt halt auch mehr oder weniger laut in den Highsec zurückzugehen. Wobei das halt auch eine bedingte Alternative ist, wenn die Korb mit Kriegserklärung überzogen ist. Und insgesamt ist es halt im wahrsten Sinne stiller geworden. Also nicht nur, dass die Chats per Default leer sind. Es ist auch tatsächlich kaum noch jemand da oder seltener da im Vergleich zu vorher. Und außer natürlich der Leute, die auf PvP abfahren. Für die ist das jetzt vielleicht eine ganz tolle Zeit. Aber ich persönlich glaube, dass die Balance zwischen Risiko und Belohnung im Nullsec aus den Fugen geraten ist. Ja, wie gesagt, also es gibt bessere Data Sites, es gibt bessere Relic Sites als im Lowsec zum Beispiel. Es gibt bessere Planeten, es gibt bessere Rating Sites und und. Aber im Prinzip hat man jetzt einen riesigen, von den Möglichkeiten her, einen riesigen Wurmlochraum-ähnlichen Zustand geschaffen.
Und manche von den Leuten, die halt schon immer im Wurmloch leben, sagen halt, ja, stellt euch mal nicht so an, wir machen das schon seit Jahren. Ich persönlich glaube aber, dass der Nullsec jetzt durch diese Änderung eigentlich noch unsicherer geworden ist als ein Wurmloch. Denn ein Wurmloch hat zumindest keine permanenten Sprungtore, die gesichert werden müssen. Und wenn in einem Wurmloch ein kleines Schiff reingeschlüpft ist, das ein Zünder hat, dann kann da auch keine Capital Fleets mal eben reingesprungen werden, die dann über die Systeme herfallen. Das geht im Nullsec halt alles schon. Und auch da öffnen sich ja ständig Wurmlochzugänge. Also ich persönlich glaube, dass ein gut etablierte Wurmloch-Gemeinschaft aktuell vielleicht sogar etwas besser dran ist als Leute im Nullsec, die jetzt nicht 24/7 Spiele abstellen können, um Wurmlochzugänge zu überwachen, um die kritischen Einfallstore mit Warp-Bubbles und Ähnlichem zu bewachen. Und selbst das bietet ja letzten Endes keinen großen Schutz. Denn irgendwelche Interzeptoren lassen sich von Warp-Bubbles nicht aufhalten, sind in unter 2 Sekunden in Warp und wenn die einen Zyno dabei haben und in einiger Entfernung eine entsprechende Flotte wartet, dann ist so ein Gatecamp halt auch mal schnell überfordert, wie gesagt, außerhalb der großen Machtblöcke. Dementsprechend halte ich es im Moment für relativ unattraktiv, im Nullsec unterwegs zu sein. Wie gesagt, ich habe auch da halt gemeinert, ich habe Dinge produziert und ab und zu auch mal Abnehmer gefunden, die jetzt immer weniger werden. Und das Ganze macht mir persönlich jetzt halt relativ wenig Spaß. Das ist insbesondere deshalb relativ schade, weil ich jetzt halt gerade einen neuen Job angestoßen habe. Und zwar meine Nitogur ist jetzt endlich in Produktion, wird in 5 Tagen fertig sein und vermutlich werde ich sie nie fliegen. Es sei denn, das Ganze stabilisiert sich mal wieder und man hat wieder etwas kalkulierbarere Rahmenbedingungen, denn so ein Carrier zu verlieren, weil sich irgendjemand an einen anschleichen kann, das ist halt schon ziemlich ätzend. Vor allen Dingen, wenn man ihn halt von der ersten bis zur letzten Schraube quasi selbst aus den Asteroiden rausgekratzt hat, die Materialien, die man für ihn braucht. Dann hängt man natürlich irgendwie so ein bisschen an dem Stück und will ihn nicht durch irgendwelche blöden Zufälle verlieren. Das heißt, vermutlich werde ich dann, sobald das Teil fertig ist, es einfach zum Verkauf anbieten, weil ich im Moment keine größeren Assets mehr im Nullsec halten will. Und aktuell habe ich sogar Transportaufträge im Wert von knapp 4,5 Milliarden offen, um Assets aus dem Nullsec rauszuschaffen. Also, wenn mich aktuell jemand fragt, gibt es gute Gründe, in den Nullsec zu gehen, dann würde ich sagen, eigentlich eher weniger. Höchstens halt für Leute, die alleine mal so ein bisschen roamen wollen, ob es ein Data oder Relic Site sind oder irgendwelche PvP-Kills, aber sich groß dann niederzulassen, wenn man nicht zu einem der wirklich großen Machtblöcke gehört, die die Sicherheit auch halbwegs gewährleisten können, selbst mit Local Blackout, würde ich eher sagen, sollte man sich gut überlegen. Denn aktuell, denke ich mal, übertreffen vielleicht die Erwartungen die Ergebnisse. Gut, aber das mag ja nur für mich gelten. Vielleicht seht ihr ja das alles ganz anders und etwas positiver als ich. Dann will ich natürlich auch keinen davon abhalten, es zu versuchen. Aber mein Fazit lautet, aktuell habe ich null Bock auf Nullsec. Deswegen trifft es jetzt auch wirklich gut, dass mein Urlaub vor der Tür steht. Ich werde jetzt mal 2 Wochen lang totale Eve-Abstinenz haben und dann, wenn ich zurückkomme, mal schauen, ob sich an der Lage irgendwas geändert hat oder ob der Zustand halt immer noch der gleiche ist. Und dann muss ich mir halt ernsthaft überlegen, was ich mit der ganzen Angelegenheit anfangen will. Gut, das sollte jetzt mal wieder ein kleiner Denkanstoß sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen, der sich mit dem Gedanken getragen hat, in den Nullsec zu gehen oder so wie ich aus ihm rauszugehen, hat das geholfen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch nach meinem Urlaub wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald, euer Casuality.